Hans Sapai, das T steht für Coach. Für die vierte Staffel der Sport1-Sendung war Ex-Bundesliga-Profi Hans Sapai im lippischen Bad Salzuflen zu Gast. Dort traf der FT Dützen, den Sapai mit seinem Trainergespann ein paar Tage betreute, im Abstiegsduell auf den SV Werl Aspe. Ja, in zwei Tagen kriegt man schon einiges hin. Es kommt immer darauf an, was für Probleme die Mannschaft hat. Und hier bei den Jungs, glaube ich, ist es auch eine mentale Frage und dann eine Zweikampffrage, einfach, dass sie bewusst sind, wo sie jetzt stehen, auf welchem Tabellenplatz, was die Stunde geschlagen hat. Und ich glaube, das ist so der Mannschaft einfach begreiflich machen. Es geht jetzt um was, sonst rutscht ihr vielleicht nochmal da runter. Und die Jungs haben das in den zwei Tagen super aufgenommen, im Training her, aber auch vom Mentalen. Und das müssen sie jetzt nur noch im Spiel jetzt umsetzen. Mit von der Partie in der vierten Staffel sind neben Sapai auch Kenny Krause und Kulttrainer Peter Neururer. Wir sind ein Team. Hans Sapai ist Coach. T steht für Coach. Und ich bin auch Coach. Ne? Also, so läuft das. Gleich vorm Spiel wird der Hans sprechen, weil es macht keinen Sinn, wenn drei Trainer möglicherweise durcheinander reden oder hintereinander reden. Da soll einer das Sagen haben, das hat der Hans in der Kabine. In einigen Bereichen werde ich was erzählen und habe ich was erzählt und so weiter. Da ergänzen wir uns halt. Für den SV Werl Aspe war das natürlich kein ganz normales Spiel. Selbstverständlich ist es ein besonderes Spiel. Wer heute nicht motiviert ist, von der Fußspitze bis in die Haarspitzen, der braucht keinen Fußball zu spielen als Spieler. Und für den Werl Aspe ist es ein besonderes Spiel. Sowas werden wir wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder hier hinkriegen oder gar nicht mehr. Der Ablauf ist größtenteils üblich, außer dass halt ein paar Jungs vom Festausschuss heute dafür sorgen mussten, dass hier ein Baugerüst steht für die Kameras und dass halt ab 10 Uhr heute Morgen jemand die Kollegen vom Fernsehen betreuen musste. Nee, die Jungs sind schon natürlich aufgeregt und angespannt und auch nochmal extra motiviert, dass sie im Fernsehen auftreten können. Und ich hoffe, dass sie da auch ein bisschen Motivation nochmal rausziehen, um vielleicht nochmal ein paar Punkte einzusammeln. Am Ende des Tages konnte Werl Aspe sich einen Punkt sichern. Das Spiel gegen das Sapai-Team endete 2:2.